Hallo Leute, weiter geht's mit Pokémon Mystery Dungeon. Im letzten Part hat man uns gesagt, dass dieses Pokémon hier ein bisschen niedergeschlagen sei. Mal sehen, was es uns sagen will. Ja, die Vater Morgana haben wir gesehen. Ich will es unbedingt aussehen, ich halte es hinter meiner Theke nicht aus, aber... ich habe gerade erst wieder eröffnet. Da reiße ich mich wohl besser zusammen. Verschenke ein Zeichen der Freundschaft, um dir selbst Feinde zum Freund zu machen. Um Geschenke herzustellen, brauchst du Items und Geld. Hä? Deswegen liebt auch jeder den Geschenkladen. Ich kann ein Geschenk ganz auf deine persönlichen Wünsche zuschneidern. Ja. Felino-Geschenk, du... Was zum Teufel? Ah, ich glaube, ich verstehe. Das kann ich dann benutzen und dann... ja, wollen Sie sich uns anschließen? Kurz durchgehen, was hier so gibt. Warum ist Emolga so teuer? Skyk. Ja, nee, wozu? Die schließen sich ja auch eigentlich irgendwann von alleine an. Deswegen, nö, nein, danke. Gehen wir noch kurz zur Kiste und legen ein paar Dinge ab. Das nehme ich mit und das auch. Das lasse ich hier. Irgendwie kann ich doch... Ah, so kann ich das. Schützeband lasse ich hier und das da und das da. Und das da. Belebesamen. Nehme ich mal lieber mit, ja. Okay, wir verschwinden. Wir suchen uns eine nächste gute Tat, die wir vollführen können. Komm, Shana. Weiter gerast. Noch ein Stück weiter, bitte. So. Kann ich jetzt hier was tun? Auch ein Infobrett. Du wirst noch ein wenig vorzer, bla bla blups. Okay, kann ich immer noch nicht verwenden. Alles klar, gut. Infobrett ansehen. Ja, mich ein bisschen in meinem Stuhl zurechtlegen, könnte man sagen, ja. Okay. Ich bin bla bla bla. Ist es wahr? Hier ist bla bla blups. Nö. Rette das da. Bekomme das da. Kargschlucht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Einhöhle. Ah, Aquana braucht Hilfe. Gut, die nehmen das hier. Ja, komm, wir machen das. Hilfe, Aquana! Ja, tun wir. Sofort aufbrechen. Ja, ich möchte Aquana helfen. Ja, irgendwie geht es treutechnisch gerade überhaupt nicht voran. Muss vermutlich so sein. Ja. Ich gebe dem Spiel noch ein paar Chancen, keine Sorge. Neu, Baumaterial. Was? Erschließung? Ah, ich könnte es auch wieder zumachen, verstehe. Aha, ich verstehe. Was könnte ich denn bauen? Blendsamen brauche ich da auch noch. Ich kann zurzeit... Doch, ich könnte Plosiv-Dings bauen, toll. Pflanzendingens. Ja, ich muss mir dann das irgendwann mal ansehen, was das genau ist mit diesen Dojos, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Das mache ich dann vermutlich einmal, um mit euch das Ganze mal anzusehen und dann mache ich das wahrscheinlich offscreen, ja. Weil vermutlich ist es nicht sonderlich interessant, aber wir werden sehen. Wir werden noch sehen. Vielleicht ist es auch ganz toll und wir alle werden das gemeinsam mit ansehen, ja. Oh, gib her. Top-Elixier, immer wieder gerne. Und du, bitte, geh mir aus dem Weg. Zack. Sehr gut. Dann könnt ihr das Vieh hier... Strawickel, ich mag das Vieh nicht, ganz im Ernst. Ich weiß nicht, weshalb. Gut, es gibt mir ein Item, das ist nett, aber... Alles andere... Nee. Nirgendwo gibt es coole Items irgendwie. Das kommt bestimmt alles noch, aber... Ja, die Motivation wird dadurch ein bisschen gemindert, dass einfach nicht weiter passiert. Ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt keinen Bock auf das Spiel mehr hätte, keine Sorge. Es wird weitergehen. Aber, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Bisher ist die Abwechslung noch nicht ganz so da. Ja, auch nicht so viele coole Items. Was? Viridium hat gerade übertrieben. Hier irgendwo was versteckt im Boden. Nö, auch nicht. Ja gut, dann nächste Ebene.
Aquana braucht unsere Hilfe. Was bist du? Ah, Lilmip. Habe ich gerade gar nicht erkannt, was du bist. Sorry. Bums. Nitro-Ladung. Bam. Ah, wir haben hier was gekriegt. Perfekt. Und Emolga ist schon Level 17. Ach du Scheiße. Doppelteam. Nein. Möchtest du Doppelteam nicht erlernen? Ja. Nö, danke. Jetzt gerade nicht. Wow. Ich will gar nicht wissen, was Viridium für ein Level hat mittlerweile. Ja, komm schon. Ich will jetzt die Box mitnehmen. So. Ja gut, Viridium, nimm du sie halt mit. Meinetwegen. Was ist das hier? Noch mehr Geld? Sehr gut, ich brauche wieder ein bisschen Geld, um wenigstens die Truhe öffnen lassen zu können. Oh, dieser Scheißpilz hier. Scheißpilz, geh kaputt. Kindwurm, haben wir schon so eines im Team? Ich glaube nicht, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Emolga, bitte komm zurück, es geht weg. Emolga, warum warum treffe ich jetzt wieder nicht? So. Emolga, wo gehst du hin? Ah, dann geh halt. Meine Weg. Oh nein. Mach's kaputt, bitte. Nicht so cool, wenn ich verwehrt bin. Ja, Shana, komm. Ja, danke. Alles gut. Aber... Oh, Emolga, komm. Wir warten extra auf dich, ja. Wieder so ein Vieh. Sag tschüss. Ja, Typ, was ist jetzt im Vorteil? Wegen den V-Wellen, ja. Was war das? Nochmal Top-Elixier. Gut, ich habe so viel, ich könnte bald welches verkaufen eigentlich. Ja. Ja, was haben wir hier? Scheiß Lichtel, macht ihr das bitte da hinten. Ich übernehme Kindwurm. Ja, Shana, hast du gut gemacht. Du hast mit Feuer getroffen, das war quasi cool. Nein, jetzt... jetzt brennt Viridium. Das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Viridium ist unsere Geheimwaffe. Stravicki besiegt, gut. Was kommt hier? Grasmixer, bams! Flaptrix möchte. Nimmst du mit? Ja. Nehme an, das ist gut. Ja, wenn ich schon eins im Team hätte, würde mir das angezeigt werden. Haben wir doch mal festgestellt, oder? Ich glaube, ja. Ja, geh nach Hause. Ja, du gehst nach Hause, natürlich. Bestimmt nicht Viridium hier. Das kommt schön mit. So, ist doch ein Item irgendwo. Wo? Da. Geld. Viridium, komm jetzt her. Ist nur Feuer, keine Sorge. Warum bleiben sie nicht einfach nur bei mir? Wenn sie zu zweit losziehen, ist mir dann... Ah, da ist was. Goldbarren. Yeah. Aber ich brauche noch so viel davon, bis ich mir irgendwas Geiles kaufen kann. Oh, echt, Natol, du bist so ein... Ja, was soll ich sagen? Ein Abzocker, ja. Gibt hier irgendwo was Schönes? Außer ein Vieh, das mir im Weg steht. Nö, komm, wir gehen. Ich sagte, wir gehen, also stehen wir nicht im Weg herum. Geh weg. So. Oh, wieder dieser Scheißpilz hier. Ich mag den nicht. Ja, jetzt reicht es aber auch. Tschüss. Ah, Viridium, hallo. Ich dachte schon, was kommt da auf uns zu? So, weiter. Und somit ist Viridiums Brand auch geheilt. Oh, schon wieder ein Lichtel. Macht ihr das bitte, Leute. Danke, sehr gut. Und ein Allfluchtorb wieder. Alles klar. Scharkopf hat wieder viel Gold aufgenommen. Wir können unsere Superattacke wieder einsetzen. Das ist immer gut. Man weiß ja nie, was kommt. Was soll hier schon kommen? Du kommst mal bitte näher. Zack. Und sag tschüss. Gut, wo soll ich jetzt hingehen? Halt. Viridium, was tust du da? Man, es ist cool, dass du auf Pokémon-Jagd gehst, aber... Oh. Oh. Hier was Schönes. Plosiv. Plosiv. Und Schützerband. Nö, auch nichts. Ja, tschüss, danke. War schön, war toll, war... War wieder mal interessant mit dir. Ha, nicht getroffen und tschüss. Wo liegt... Was zum Teufel? Mann, dass ich da gar nicht drücken muss, damit... Okay, ist, glaube ich, gut.
Ja, ist komisch, dass ich da nicht drücken muss, dass der Text weitergeht. Weil ich glaube, ich bin mir das so gewohnt, dass ich drücken muss, damit der Text weiter scrollt. Und so schnell, wie das hier teilweise vor sich geht, komme ich gar nicht nach mit Lesen. Obwohl es teilweise bestimmt sehr wichtig wäre. Wieder so ein verdammter Pilz. Komm, Team-Attacke! Kommt jetzt die Kraft von Viridium auch? Ja, kommt sie. Und? Einfach weggebamst hier. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und nun hier entlang und da ist die Treppe. Ja, einfach nichts Tolles hier zu finden. Das ist irgendwie, ja, irgendwie schade. Dann hier entlang. Ich glaube, leveltechnisch sind wir auch langsam so gut dabei, dass wir eigentlich gar nicht mehr trainieren müssten. Also, was heißt trainieren? Storytechnisch weiterkommen dürften, könnten, sollen. Was fällt dir ein, mich von Weitem zu attackieren? Geht's noch? Glut aufpoliert. Auch das ist sehr schön. Ja, Sackgasse mal wieder. Dann kommt wieder so ein blödes Vieh. Hör auf, dich zu steigern hier. Absorber, ja, super. Hier, friss das. Klippunkle wurde besiegt. Emolga! Wo bist du? Ah. Hallo? Nein, jetzt rennen sie sich wieder. Und keiner sammelt das Geld auf. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, dass keiner das Geld mitnimmt. Was ist jetzt wieder? Schallquapp. Ja, ich hasse dich. Ja, Kanon. Ja, ist super. Brauchst doch keine AP. Ist in Ordnung. So. Viridium. Viridium, tust du noch irgendwie was oder können wir gehen? Ja, komm, wir gehen. Weil wir sind nur noch zu zweit. Mal wieder. Scheiße. So, mach das Vieh bitte kaputt da oben. Schafft ihr auch ohne mich. Ja, und wie? Okay, dann nehmen wir mal diesen Weg hier. Halte ich spontan für eine gute Idee. Immerhin Orb. Vitalorb, super. Wow, das ging schnell kaputt. So gefällt mir das. Du hast deine Beere aufgehoben. Ja, darfst du ruhig machen. Interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Ja, ich nehme sie mit, wenn ich sie dann bekomme, aber... Ja, mehr auch nicht. Oh, Shana, bitte mach du diesen blöden Käfer kaputt, ja. Danke. Sehr schön. So will ich das sehen. Und hier vielleicht noch was? Vielleicht ein paar mehr Dingens? Goldbarren, das meine ich genau. So, ist hier jetzt Aquane irgendwo? Ja, müsste so sein. Okay, vernichten wir erstmal noch das Kindwurm hier. Sammeln den Orb auf. Und gehen dann weiter. Vitalorb, schön. Wir gehen mal Richtung Süden. Ja, und schon wieder eine Abzweigung. Aquana, keine Sorge. Wir sind gleich bei dir. Keine Sorge. Zack. Und niemand steht uns im Weg. Und eine Kiste. Sehr schön. Njom. Aquana, wo bist du? Aquana? Aquana? Wo bist du, kleines Aquana? Komm, alles wird gut. Alles wird gut, wenn du dich uns anschließt. Ja, wenn es sich uns anschließt, stimmt. Ich weiß immer noch nicht, ob das hier passieren könnte. Dass sich ein Pokémon anschließt, das wir retten. Das wäre sehr interessant. Dann könnte ich darauf Acht geben und je nachdem Aufgaben übernehmen. Das wäre interessant. Level Up für Viridium, Level 23. Ach du Scheiße. Okay, ich weiß, welches Pokémon als erstes Level 100 erreichen wird. Gut, ich weiß nicht, ob ich hier so weit spielen werde oder muss oder darf oder soll, dass alle Level 100 sind. Das werden wir dann noch sehen. Je nachdem, wie sich das Spiel noch entwickelt. Wo ist Aquana, verdammt? Muss doch hier irgendwo sein. Bloß wo? Bloß wo? Ja, ja, ein schlafender Pokéball ist gut. Ja, wir umkreisen es erstmal. Und ja, es ist schon kaputt, gut. Aquana? Aquana? Was denn? Level Up von... Schon wieder Shana. Wow, das geht hier wirklich flink. Das geht hier wirklich verdammt flink. Verteidigung steigt, Spezialangriff steigt. Nur um 1 wieder. Ah, schade. Aquana?
Aquana? Ah, da! Hallo, Aquana! Hier bin ich. Wir helfen dir. Gut gemacht! Dü, 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 dü. Oh, danke für die Rettung. Gern geschehen, Aquana. Keine Sorge. Immer wieder gerne. Nee, noch nicht verlassen, weil da oben gibt's noch ein Item. 88! Ja doch, das hat sich schon gelohnt. Jetzt können wir den Dungeon verlassen. Ja, hat sich schon wieder gelohnt. Ah, mein Stuhl knarzt. Oh Gott, hoffentlich ist das nicht so gut zu hören im Video. So, alles gut. Ah, danke, dass ihr Aquana geholfen habt. Ach so. Hier habt ihr euren Lohn. 200. Schimmermetall. Ja. Fruchtbare Erde, jawohl. Spornsamen und 40 Paradiespunkte. Ein Paradies hat Rang Silber erreicht, jawohl. Jetzt schon Rang Silber, es geht schnell. Na, hältst du auch eine Belohnung. Und zwar, dass sich Aquana dir anschließt. Nö. Können nun 40 Items aufbewahrt werden. Du kannst nun Flinksamfeld bauen, toll, will ich nicht. Schlafsamfeld bauen will ich auch nicht. Warpsamfeld will ich auch nicht. Bonusweg-Auskunft. Das klingt schon interessanter. Kampfdojo brauche ich im Moment auch nicht. Flugdojo auch nicht. Level plus Samen. 2 Stück des Belebersamen erhalten. Ja, und ein Wassergeschenk. Oh, Wassergeschenk. Unisono-Schal. Was ist das? Goldbauen 5. Wow. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Shawnee. Lass uns heute da alles geben, ja? Eine Mitteilung der Abenteurergilde. Bis jetzt hast du stets Shawnee gesteuert und spannende Abenteuer erlebt. Aber fortan kannst du auch als eines der im Paradies verliebten Pokémon spielen. Wähle dazu einfach Freundesmodus mit X aus. Vielen Dank fürs Lesen. Die Gilde. Möchtest du speichern? Ja, tun wir. Ja, tun wir. Was sagt die Zeit? Ja, Leute, ich glaube, das war's schon wieder für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir unsere ganzen tollen Items mal ansehen, die wir bekommen haben, uns neu einrichten und ja, dann mal sehen, was es damit auf sich hat. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.